Jetzt ist die Frage, ob wir gleich noch in sowas investieren. Eigentlich insgesamt ist das Kupfer, das Gold. Obwohl ich weiß gar nicht, glaube ich, wir brauchen gar nicht so viel Gold. Unter Wasserverteidigung brauchen wir eh kaum. Was fährt denn hier rum? Diese Begegnung überleben Sie nicht. So, jetzt kommt die U-Boot-Flotte. Die neu gegründete 9. U-Boot-Flotte. Die wird jetzt in U212. Es war irgendwas. So, umbenannt. Und die ist in U49. Zwei deutsche U-Boote aus dem Zweiten Weltkrieg. 94 weiß ich, die hat einen der größten Konvoi-Raids gemacht, wo es gab. Ihre Tage sind Ach so, wir sind ja schon wieder im Waffenstillstand. Okay. Dem geht's eh nicht so gut. Mikrochips. Also ich glaube, ich werde auch auf dieser Insel noch einen weiteren für Mikrochips opfern und dann werden wir wahrscheinlich sogar alle drei, sobald ich die Energie importieren kann. So. Frage nur. Warnung. Produktion gestoppt. So. Das ist ein hydroelektrisches Kraftwerk. Haben wir schon sogar zweimal, wenn ich mich nicht irre. Kostet 128 Unterhalt uns. Wohl. 8% weniger. Also ich brauche schon das. Weil ich glaube sonst ist hier drinnen. Wir Oder müssen. die Versorgung mangelhaft. Ja, da können wir uns nur noch mit diesem Devisenhandel eigentlich über Wasser halten. So. Energieversorgung mangelhaft. So. Bekommen wir jetzt so diese Tech-Sache? Irgendwie sind diese Schwammzuchten sehr langsam. Okay. Na, eigentlich, mich würde ja wirklich so ein Metallconverter interessieren. So. Die Frage ist, ob man eine Black Smoke, also mit einem Black Smoke zwei anzapfen kann. Gibt es ja mehr. Oh, hier ist. Und ob zwei doppelt so viel bringen wie eins? Der nimmt natürlich jetzt immer hier in den Süden Fahrten. Ich finde ich jetzt, sagen wir mal, so. So, was machen wir denn jetzt noch so? Ich sag hier immer so. Aber irgendwie, ja. Irgendwie kann ich auch nicht anders. Sind wohl zwei Transporter mal fake. Die große Reserven von Treibstoff hier abtransportieren. So, wir brauchen ja das Seetank für hier. Die Omega-Fettzellen, die kommen gar nicht hinterher. Aber solange wir hier haben. Und wie sieht es hier aus? Wie sieht gut aus? Ne, der hat immer irgendwie Vorrang. Aber wir brauchen dringend noch
Wahrscheinlich müssen wir bald irgendwann noch einen zweiten einsetzen. Können wir jetzt noch einen kleinen Transporter bauen? Weil uns wir brauchen ja jetzt bald den Transporter von hier. Raus hier! Persönlich möchte ich jetzt mal Frieden schließen, aber er will ja nicht. Das ist immer das Problem, er will ja nicht. So, 600. Die dürfte jetzt mal auch inzwischen Ort sein. Und jetzt dürfte auch die Tech-Stadt. Aha, sie kommen also mit Ergebnissen. Sie sind für Essen. Brauchen wir die überhaupt jetzt noch? Ja, die lassen wir mal so stehen. Aber 600, keine Ahnung, wie man das misst. 600 Einheiten Energie sind nicht so wenig. So. Hier kommen. So, und der nimmt den hier in Fahrt. Dass wir hier mal wieder ein bisschen mehr Treibstoff haben. Fahrzeug fertiggestellt. So, Frachtschiff. Hier. Nee. Neue Handelsroute. Von hier nach hier. Ach, Tech City. Ne, hier musst du Bionikanzüge, ich glaube. Hier musst du sie... Ne, die hier und die musst du dafür hier ausladen. Das sind dann Neuroimplantate. Neuroimplantate. Oh, scheiße. Ach du Scheiße. Und wir haben natürlich wieder mal für nichts vorgesorgt. Zu den SAAT-Technologien? Das ist das nicht, was ich suche. Wie viel kostet die eigene uns die eigene Entwicklung? 2 Minuten. 2 Minuten habe ich 2 Minuten. Jo, 2 Minuten habe ich etwa. Und sofort hierhin beordern. Natürlich, aber ich würde mal sagen, ist was mächtig schief gelaufen. Jo, deswegen sollte man immer irgendwelche Reserven haben. Und du kannst gleich noch die zweite mitentwickeln. 47 Tech-Einwohner, deswegen habe ich 500% Entwicklungszeit. Okay, sehr schön. Und zack. Ah, jetzt fährt er auch noch Patrouillen. Das... Ah, Skype. Skype. Man liebt doch einen immer, Skype. Die Frage ist jetzt gerade eigentlich, wenn ich so massiv aufgerüstet habe. Okay, die laufen noch gut. Oder auch nicht so. Ah, warte mal, hier stelle ich Sprengstoff her. Stimmt, da war ja was noch mit Sprengstoff. Muss ich das gar nicht einkaufen. Aber wir sehen uns dann beim nächsten Mal, weil ich habe jetzt schon wieder viel zu lange aufgenommen. Einfach wie üblich. Ich freue mich, dass ihr mit... Ja, was ich eigentlich sagen wollte, ich freue mich drauf auf Anno 22.5, weil das Spiel finde ich schon genial. Ich habe leider Anno 1404 nie gespielt.
soll ja anscheinend der beste Teil bis jetzt gewesen sein. Ich sage 2070 ist der beste Teil. Ich freue mich auf 22.5 und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!